Moin und willkommen zurück zu Satisfactory mit der Plus-Mod. Und eigentlich müssten wir zwingend mit dem Strom weitermachen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt am Anfang zumindest mal noch die Schneckenzucht genauer an, machen auch die gelbe Schneckenzucht noch gleich nebendran hin. Das sollte schon noch irgendwie gehen. Und dann gucken wir mal. Ja, wir oder beziehungsweise ich habe hier einen gravierenden Fehler gemacht. Und das ist eigentlich so ein gravierender Fehler, dass das ganze System gar keinen Sinn macht, was ich hier gemacht habe. Mit der Schneckenzuchtanlage. Klar, wir haben verschiedene Schneckenfarben bekommen. Das haben wir aussortiert bekommen. Das ist okay, aber wir brauchen ja eigentlich an sich Schnecken en masse, damit wir das im Komposter zu Schneckenschleim machen müssen. So wie wir das jetzt gemacht haben, ich habe jetzt ein bisschen was geändert, dazu komme ich gleich. So wie wir das jetzt gemacht haben, auf der linken Seite zum Beispiel, ist das jetzt so, dass die Schnecken einfach jetzt nur in der Warteschlange stehen und Eier produzieren. Das ist natürlich, das ist Mist, weil ich brauche ja die Schnecken eigentlich. Und jetzt habe ich es mal getestet, hier drüben auf der Seite, mal eine Viertelstunde sowas. Und zwar habe ich jetzt eingestellt links oder ist eingestellt geblieben, links die blauen Schnecken und geradeaus beliebig. Das heißt, wenn jetzt hier volllaufen würde, dann gehen auch die blauen Schnecken, da kommt eine, mit raus. Und das gleiche machen wir jetzt mal drüben. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert, auf Dauer gesehen, aber wie schon gesagt, ich habe das jetzt mal 10 Minuten, 15 Minuten laufen lassen. Das schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und das gleiche machen wir jetzt hier auch. Das heißt alles, ne, beliebig, genau. Und es müssten da oben die ganzen Schnecken rauskommen, genau. Wunderbar. Allerdings müssen wir jetzt noch ein bisschen gucken. Das ist natürlich jetzt alles verdammt eng hier. Guck mal, wie viele Schnecken da kommen. Ist schon geil, oder? Wenn man sich das im normalen Spiel vorstellt, das hört ja gar nicht mehr auf. Aber alles nur blaue, da ist nichts anderes dabei. Wir müssen ein bisschen umbauen, weil ich muss die Schnecken hier aussortieren. Wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben schon fast 300 Schnecken. Blaue Schnecken und gelbe haben wir auch. Also das müssen wir nochmal anders machen. Dann gehen wir hier. Oh, Kisten. Geil. Dann gehen wir hier mal ein Stück runter und rüber. Ich würde sagen, ich stell mal schnell den Blueprint hin. Dann ist auch mein Inventar ein bisschen leerer. Und zwar so. Wir müssen jetzt bloß gucken, dass wir eine Foundation. Ich glaube, das reicht. Ich wüsste jetzt nicht, warum wir mehr Platz lassen sollten. So passt das, oder? Ja. Dann sind wir hier genau wieder auf dem Schnittpunkt von den vier Foundations. Das passt wunderbar. Gut. Jetzt kann ich hier mal die ganzen Kisten einsammeln. Kommt das hier weg? Und das, ja. Wir müssen das jetzt echt folgendermaßen machen. Und zwar hier ein intelligenter Splitter. Und da stellen wir jetzt ein links blaue Schnecke. Und dann geht es hier geradeaus weiter. Das heißt, es dürfte da vorne. Achso, weil hier kein Förderband war. Deswegen. Das Thema hatten wir gestern schon mal. Entschuldigung. Mach das hier mal weg. Spezial, bekomme ich ihn da noch hin? Die Frage ist, bekomme ich ihn so hin, dass ich da noch runterkomme? Ja. Das passt, dann machen wir das jetzt immer so. Wir machen es auch sicherheitshalber mit dem Shredder-Container. Sicher ist sicher. So, jetzt nehme ich mal die blauen Schnecken hier nochmal weg. Und theoretisch dürften jetzt nur noch. Ach, weil ich beliebige eingestellt habe. Alles Unbestimmte. Na? Ah, das, die habe ich schon genommen. Das schaut bloß so aus, kann das sein? Ja. So, dann nehmen wir die jetzt noch mit. Gut, also die blauen gehen jetzt rechts rein. Wir haben über 300 Stück. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, und hier können sie ja warten. Das passt. Dann haben wir hier einen Puffer und alles, was an Überschuss kommt quasi, geht oben raus. Und ich dachte mir schon, Mist, ich muss jetzt alles wieder umbauen. Aber nein, das geht so. Vielleicht müsste man tatsächlich am Anfang die erste, weiß ich nicht, halbe Stunde das noch anders eingestellt lassen, bis hier wirklich alles voll läuft und dann können wir auf beliebig umstellen.
Das testen wir jetzt gleich mal bei der gelben Schnecke. Da ist schon wieder eine, wunderbar. Ich nehme die gleich mal mit. Diesen Förderband-Bug, den gibt es schon länger. Naja. So, dann bekommt ihr noch Strom. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich alles reicht, weil sonst drehe ich durch vom Strom her. Ja, sollte passen. Müssen wir unbedingt machen. Sage ich aber auch schon seit 3 Folgen. Gut. Dann nehmen wir jetzt mal die gelben Schnecken. Halt, da oben müssen sie rein. Ah, ich brauche Schneckeneier, Moment. Ich muss ja erst die Schnecken ausbrüten. Das heißt, hier 5 und hier 5. So, die brauchen auch das ganz normale Schneckenfutter. Das können wir gleich nochmal anschließen. Oh nein. Ich habe Förderbänder nicht dabei. Kann ich MK2 bauen? Ja. Das ist natürlich jetzt doof gewesen. Es wird nicht reichen. Das wird leider nicht reichen. Vielleicht kann ich schnell welche mit der Hand machen. So viel brauche ich ja nicht mehr. Das war jetzt auch wieder Katastrophe, was ich hier gemacht habe. Gut. Ich muss hier. So jetzt. Also, Schneckenfutter kommt. Es ist nicht genug Futter drin, es dauert noch ein bisschen. Jetzt ist die Frage, müssen wir. Genau. Das ist. Ich glaube, das ist die Luftfeuchtigkeit, ja. Und das haben wir jetzt bei allen Schneckenarten, die Luftfeuchtigkeit einstellen. Ich mache das immer so, ich gehe von einer Extrem ins andere. Zum Beispiel auf 100%. Ah, Moment mal, das können wir hier gar nicht machen, oder? Doch. Und dann gucken wir, bei wie viel Prozent das rote Warnschild weggeht. Hier, bei 55% war das ungefähr. Stellen wir ein. Jetzt geht es wieder runter. Und das gleiche kann man theoretisch mit den Temperaturen auch machen. Ja, sogar bis 70%. Also die Toleranz ist am Anfang echt noch groß. Wir gucken jetzt mal, ob die 55% reichen. Ja. Das heißt, wir stellen hier. Muss ein bisschen aufpassen. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Wir haben hier standardmäßig in dem Gebäude 50% Luftfeuchtigkeit. Das heißt, wenn wir auf 55 wollen, müssen wir hier auf 5 gehen. Ganz genau. Und wir haben eine Temperatur von 25 Grad standardmäßig. Wie ist sie hier? Jetzt passiert. Auch bei 25 Grad. Also Temperatur müssen wir nicht ändern. So, jetzt geht die Luftfeuchtigkeit hoch. Jetzt werden die Schnecken ausgebrütet. Das gleiche müssen wir dann logischerweise drüben noch machen. Ja, und so ist es natürlich eine Spielerei immer, wie man dann muss man halt rausfinden, welche Temperatur und Luftfeuchtigkeit die brauchen. Man kann bestimmt auch im Internet nachgucken. Also wir gehen hier auf 5. Und wir bekommen hier raus, bei den gelben, wieder die blauen Schnecken. Die Frage ist, was machen wir mit den überschüssigen blauen jetzt dann noch? Ob wir die wieder zurück ins System bringen, müssen wir mal gucken. Und das sind wahrscheinlich die hellgrünen dann. Ja, läuft an. Wunderbar. Halt, wir müssen hier ganz zwingend die gelbe Schnecken einstellen. Und alles Unbestimmte geht erstmal geradeaus. Das ist, bis das Förderband voll ist. Ah, das ist schlecht. Blaue Schnecke ist schlecht. Aber ich glaube, das ist wieder so ein Anzeigefehler. Ja, genau. Bis das Förderband voll ist, dann ändern wir das hier wieder von alles Unbestimmte auf beliebig.
Ja, die ersten Schnecken sind da, wunderbar. Brauchen wir mal noch voll. Theoretisch kann ich jetzt auch sagen. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Ja, und hier noch welche, leider da drüben noch welche, dann habe ich sie weg. Wunderbar. Gut, dann hätten wir jetzt die gelbe Schneckenzucht mehr oder weniger auch. Die Frage ist natürlich, was mache ich jetzt hier mit dem blauen? Wieder mit dem Förderband zurück und da einlagern, kann man machen, aber das wird dann irgendwann so ein Durcheinander. Ich würde sagen, das lassen wir einfach. Wir machen das jetzt hier so. Dann brauchen wir einen intelligenten Splitter. Mann, ich bin extra. Wir müssen unten auch noch das Förderband austauschen. Jetzt habe ich natürlich keine Förderbänder mehr dabei. Das ist jetzt nicht so gut gewesen. Müssen wir auf jeden Fall noch machen. So, MK2 hiermit. Es fehlt eine Schraube. Kannst du keine bezahlen. Die kann ich aber schnell mit der Hand machen. Halt, Moment, wir müssen hier einstellen. Ne, Moment mal. Moment mal. Das macht hier jetzt keinen Sinn. Oh, es wird verdammt eng, Leute, mit dem Förderband. Die Frage ist, bis wohin bin ich denn rausgegangen? Schon wieder ein bisschen durcheinander hier alles. Gib mir mal das MK2-Band. Es geht nämlich. Ich kann es nicht drehen, weil. Ich kann es nicht drehen, weil der da ansnappen will. Du gehst nämlich in die Richtung. Dann drehen wir das mit der Taste. Warum ging das jetzt nicht? Warum konnte ich das Förderband nicht drehen? Jetzt geht's, komisch. Ist das aber auch? Ich glaube schon, oder? Schaut gut aus. Jetzt muss ich das natürlich leider wieder wegmachen, weil hier der Splitter wieder hin muss. Und zwar so, ganz genau. Ach, oh, das mit dem Förderband ärgert mich jetzt ein bisschen. Ist aber jetzt auch kein Beinbruch. Gut. Das heißt, dann gehen jetzt hier die gelben überschüssigen Schnecken raus und alle anderen Schnecken, die hier produziert werden können. Also die blauen und dann nochmal die grünen. Ich bin gespannt, ob wir gleich noch eine grüne Schnecke sehen. Das Band ist voll. Das heißt, wir können jetzt hier sagen, beliebig. Dann geht jetzt alles durch, auch die gelben. Und hier genauso. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie viel Futter brauchen die? 30. Das heißt, unsere Futteranlage unten, die ist jetzt eigentlich schon. Die Küche ist jetzt eigentlich schon aufgebraucht. Ja, das Problem ist natürlich, jetzt kommt von hier das Förderband. machen wir auch nochmal anders. Wir müssen uns jetzt ein kleines System überlegen. Dann gehen wir jetzt hier einfach mal raus bis zur Hälfte von der Foundation. Dass wir das überall gleich machen. Halt, wir brauchen einen. Wie viel Abstand habe ich denn da? Mitte. Nee, auch nicht Mitte. Das ist natürlich jetzt wild gewesen, was ich hier gemacht habe. Das ist auf jeden Fall nicht in der Mitte. Ah, komm, was soll's, Leute. Wir machen das jetzt mal vernünftig hier. Ich
Spezial. Und zwar mittig auf der Foundation. So, dass ich nach vorne hin noch ein... F ja, das müsste eigentlich gehen. Liftarm nach unten bekommen. Ja, war das so. Dann, man lasst mich da hoch. Brauche ich jetzt hier den intelligenten Splitter. Nach links gehen jetzt die blauen Schnecken und geradeaus alles Unbestimmte. Ist das so? Achso, die brauchen noch Strom. Gut. Perfekt, wir haben halt erst eine weiße Schnecke, beziehungsweise, ja, tatsächlich, wir haben erst eine weiße Schnecke. Gut, dann machen wir das jetzt hier nochmal so. Wir gehen bis zur Mitte von der Foundation raus, rüber. Dann setzen wir bitte, 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 bitte. Kann ich noch sehr gut? Dann ist es wenigstens einheitlich. Ich bin jetzt zu weit weg, kann das sein? Zum Ausrichten. Schnell mal hier einen hinstellen. Jetzt gehen mir die Schrauben dafür aber auch aus. Ah, Leute, Mist. Was mache ich denn jetzt schon wieder? Muss ich einmal den normalen setzen. Dann den Shredder-Container zum Ausrichten. Jetzt, dann kommt der wieder weg. Ja, das Problem ist, was mache ich denn jetzt mit dem Förderband hier? Es muss ja da drüber. Es wird nicht besser. Wir machen jetzt das mal fertig, dann sehe ich es. Intelligenter Splitter. Nach links gehen die gelben. Und geradeaus alles Unbestimmte. Genau. Weil die werden dann hier eingelagert, beziehungsweise die werden dann für Schneckenschleim gemacht. Genauso wie die blauen da hinten. Und dann geht es jetzt hier weiter. Aber hier setzen wir jetzt mal ein normales Lager hin, weil da werden jetzt die anderen Farben einfach eingelagert und der ganze. Ja, und auch blaue leider ein bisschen, die wo von da rauskommen. Ich könnte die mit Aufwand wieder zurück ins System bringen, das würde schon gehen. Aber. Ist egal. So. Dann hauen wir hier mal die einzelne weiße noch rein. Die 12. Die gelben kommen hier rein. Gut. Und jetzt müsste eigentlich, wenn hier drüben eine andere Farbe kommt, eine gelbe zum Beispiel oder eine weiße. Hier sind bloß blaue drin. Dann müsste das auf dieses Förderband hier gehen. Ich muss ein paar Schrauben machen. Mist. Ich will das jetzt hier noch fertig bekommen mit der gelben Schnecke. Ja, dauert schon alles wieder ziemlich lange. Ich wollte das halt ruckzuck eigentlich machen, aber naja, so ist das halt. Aber dass das gar keine gelbe Schnecke mehr kommt da hinten. Kann man es jetzt schlecht. Was fehlt dir? Jetzt fehlen die normalen Förderbänder. Kann ich da welche machen? Ich brauche nicht mehr allzu viele. Jawohl. Jetzt gehen wir dann gleich die aus. Hundertprozentig. So, dann gehen wir hier. Das passt ja überhaupt nicht. Ah, schade, dass man die nicht noch schieben kann. Dann, warum kann ich den jetzt oben nicht drehen jetzt? Die Förderbandrichtung ändern. Nee, es wird schon gepasst. So, lass mich mal hoch. Und die Leiter hier bei den Shredder-Containern funktioniert nicht.
Ey, ich habe immer das Kabel in der Hand jetzt. Jetzt passt es. Dann wird das jetzt hier wahrscheinlich wieder eng. Wird das jetzt hier drauf funktionieren, dann passt das. Kommt hier ein ganz normales Lager her. Und hier muss noch eine Verbindung hin. Gut. Das heißt, wenn jetzt da hinten eine gelbe Schnecke kommen würde, was komisch, weil es jetzt die ganze Zeit nicht passiert, müsste das jetzt hier aussortiert werden und hier mit rein. Wie schon gesagt, die ganzen anderen Schneckenfarben, die produziert werden, werden halt jetzt hier eingelagert, weil es ist schon sehr aufwendig, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt die blauen Schnecken, die hier kommen, und die gelben Schnecken wieder ins System zurückbringen. Geht natürlich logischerweise, aber weiß ich jetzt nicht. Das kann man bestimmt noch ein bisschen besser machen, dass die gelben Schnecken, die von da kommen, auch noch hier eingelagert werden. Könnte man bestimmt besser machen. Aber so ist das jetzt das System eigentlich. So gehen wir jetzt komplett einmal durch. Wir machen jetzt hier noch. Passt das halb? Ja, das lassen wir gleich so. Gelb für die gelbe Schneckenzucht. So, Moment mal, um Gottes Willen, hätte ich beinahe vergessen. Ich muss den Lift hier noch setzen. Ja, den darf ich nicht vergessen in Zukunft. Warum geht der in die Richtung? Und warum kann ich den drehen? Ah, oh. Ich glaube, dass der Anschluss da hinten nicht ganz passt. Ich schau mal da oben rein, ob da schon vielleicht das eine oder andere Ei da ist. Noch nicht. Ich weiß halt auch nicht, wenn wir jetzt mal in die Forschung schauen. Die beiden brauchen wir eigentlich nicht. Ich brauche halt gelbe Schneckeneier und lila Schneckeneier dafür. Erstmal, okay. Aber hier passt es, ja. Und es ist anscheinend auch unten angeschlossen. Wenn ich jetzt hier mit dem Lift hingehe. Ne, jetzt ging's. Oh, das nervt mich, dass ich jetzt keine MK3-Förderbänder mehr dabei habe. Ich muss leider nochmal ganz kurz hoch. Ich muss halt gucken, dass jetzt hier trotzdem irgendwie Eier hochgehen, dass es auch wirklich irgendwann mal voll läuft. Wie viele Eier werden denn produziert? Ja, sind es jetzt 7,5 oder sind es 15? Das ist natürlich jetzt schwer zu sagen, aber ich glaube, das sind 15. Jede Seite produziert 7,5. Kann das sein? Oder sind es bloß insgesamt 7,5? Und du brauchst. Es werden 7,5 produziert. Wahrscheinlich kommt da nach oben gar nichts hin. Da müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Gut, aber das passt jetzt erstmal hier soweit. Wir schauen mal ganz fix noch nach, ob da Schneckenfarben schon drin sind. Da ist noch gar nichts drin. Cool. Die kommen rein. Jetzt wollen keine mehr, hä?
Da hinten kommt auch bloß nur noch blau an. Bloß ist ja okay, wir brauchen theoretisch keine gelben mehr. Und das passt schon. Gut, ich gehe fix ins Hauptlager vor und dann sehen wir uns gleich wieder. Willkommen im Chaos. Ich würde sagen, wir schalten jetzt mal den Schwebelrucksack frei und gucken, ob wir uns den auch bauen können. Das wäre natürlich jetzt schlecht, wenn wir den freischalten, aber nicht bauen könnten. Könnte aber passieren. Ich hoffe, ich habe Turbodraht dabei genug. Ich habe gar kein Turbodraht mehr. Cool. Doch, 800, hä? Egal. So, wir holen schnell die Stahlträger. Also ich finde, das ist jetzt gut, die Stromkabelverlegerei, aber ich finde jetzt nicht, dass es so chaotisch hier ist. Ein bisschen, ja, aber muss ja auch. Gut. Hier ist die Stahlproduktion. Mal ganz kurz fix gucken. 100%. Perfekt. Was anderes wollte ich gar nicht sehen. Also Stahlträger. Zwei Stacks. Wir nehmen auch mal ein Stack Stahlrohre mit. Gut. Ich glaube, ich brauche Kabel und so weiter, oder? Die Kabel habe ich, Beton habe ich. Und den Draht habe ich auch irgendwo rumliegen. Dann brauche ich auf jeden Fall gleich noch die Rahmen, das weiß ich. Ja, wir müssen wahrscheinlich eh kurz warten. Ich würde sagen, während wir warten, fangen wir an, dass wir das Biomasseförderband schon mal fusionieren und so ein bisschen upgraden. Also rein, 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 rein. Schwebe-Rucksack. Und weiter geht's jetzt eigentlich. Brauche ich nicht unbedingt Inventarplätze. Das ist ganz wichtig. Ja, 5 Minuten, das werden wir wahrscheinlich so schnell gar nicht schaffen. Also. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Bitte, 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 bitte. Nein! Verdammt, Rotorblätter, wo bekomme ich denn die jetzt her? Intelligente Beschichtung ist da. Das ganze andere Zeug haben wir. Kann ich die Rotorblätter vielleicht sogar schon mit der Hand machen? Natürlich nicht, klar. Aber bei der Wasserkraft sind sie, glaube ich, dabei gewesen. Ganz genau. Und das können wir eigentlich auch freischalten. Aber ich will erstmal das Inventarzeug mitnehmen, weil wir wirklich viel Inventar brauchen für den Strom. Brauch noch, wie viel habe ich denn jetzt dabei von den Rahmen? 600. Die Schrauben habe ich. Ah, ich habe ja schon alles drin. Mir fehlen nur noch die Stahlschrauben. Gut. Und jetzt brauche ich natürlich noch einen Haufen MK3-Förderbänder. Ah, die sind jetzt wieder da, wo wir gerade eben waren. Vielleicht komme ich von hier besser dran. Nö. Ja, es passt schon, oder? Also, ich finde es okay. Wie das hier aufgebaut ist. Natürlich nicht alles perfekt. Die Strommasten nicht. Aber ich sehe das irgendwie gar nicht so wirklich. Also, wo sind jetzt die MK3-Förderbänder? Da oben. Alles da oben. Auch 100%. Perfekt. So, also. Da brauchen wir jetzt mal ein paar. Und den Rest füllen wir mit den Platten auf. So, und jetzt geht es an die Biomasse. Wir haben ja schon ein Biomasseband, was hinter zur Stromproduktion geht, also die da hinten beim Wasser. Und auf dem Band laufen aktuell 120 Biomasse, aber wir haben ja noch einen zweiten Container mit Biomasse. Also wir hätten theoretisch 240 Biomasse, die hinter müssen. Und da würde ich sagen, wir fusionieren das jetzt einfach mal alles zusammen. Und dann haben wir ein Förderband. Dann haben wir die ganze Biomasse schon mal hinten. Wir müssen bloß gucken, wie wir das unten reinkommen, aber das bekommen wir schon hin. Ja, das ist das Band hier.
Genau, das geht hoch zur unseren Produktion, die wir am Anfang gemacht haben. Der hier geht hinter zum Meer. Ja, Kisten, ich freue mich jedes Mal. Kommt jetzt hier ein Fusionator drauf. Aber die Hilfslinie passt doch jetzt, oder? Gut. Ach, Schrauben. Shit. Für die habe ich ja gar keinen Platz mehr. Das muss weg. Das muss weg. Das muss nicht weg. Ja, sowas dann jetzt erstmal. Ja, in 2 Minuten kommt der Frachter schon wieder. Dann haben wir den nächsten Meilenstein und haben wir Platz. Beziehungsweise sollten wir vielleicht doch erst den anderen Meilenstein anschauen. Dann könnten wir vielleicht gucken, wie wir die Rotorblätter machen. Weil Schweberucksack wäre schon echt geil. Was brauchen wir für den anderen Meilenstein? Das war Wasserkraft. Haben wir eigentlich alles da? Dann können wir mal gucken, wie wir die machen. Komm, wir machen das. Jetzt darf ich wieder dahinter, wo die Förderbänder waren. Jetzt das dritte Mal, weil da sind die Stahlstangen. Geil. Und dann dürfen wir von einem Eck ins ganz andere Eck, weil da ist der Turbodraht. Deswegen, ich sag's, wie es ist. Zentrallager ist schon was Schönes. Obwohl da natürlich das Argument kommt. Mit dem Netzwerk irgendwann braucht man es nicht mehr, aber klar, so schnell kommt man nicht ans Netzwerk. Naja. Ich muss mir die Laufwege vielleicht ein bisschen irgendwie. Hier sind die Stahlstangen. Ah, ich habe auch keinen Platz mehr. So jetzt. Ich glaube, ich denke jetzt 400, das reicht. Die Platten habe ich. Turbodraht. Dann haue ich jetzt schon mal alles rein, was ich habe. In 19 Sekunden kommt der Frachter. Dann geht es schnell Katerium-Draht holen, Turbodraht holen. Normalerweise müsste doch jetzt das Schiff kommen, oder nicht? Ah, da oben kommt's. Kabel und Turbodraht. Mann, Mann, Mann. Aber dann haben wir das. Dann können wir gucken, was die Rotorblätter brauchen. Ich befürchte aber. Ich bin mir nicht sicher, aber es kann sein, dass es was mit Kohlenstoffgewebe zu tun hatte. Das wäre schlecht. Gut, und jetzt da hoch Turbodraht holen. Ja, Leute, tut mir leid, ist ein bisschen Lauferei heute. Aber es hilft nichts, wir müssen es machen. Ich probiere eh schon die langen Wege und so weiter rauszuschneiden. Von hier kommt jetzt die gelbe Farbe irgendwie sehr orange rüber. Ja, die ganzen Gebäude müssen natürlich fertig gemacht werden. Aber ich mache nach und nach immer weiter. Da hinten zum Beispiel das Gebäude. Da ist jetzt die rechte Seite. Mehr fertig geworden. Sie ist zwar noch nicht fertig, aber mehr fertig geworden. Fertiger als davor. Autosave. So, lass mich mal hoch zum Draht. Wasserkraft. Das ist übrigens gar nicht so schlecht, weil dann können wir ein bisschen Strom auch machen. Und die haben auch keine Stromschwankungen. Das ist nämlich auch gut. Weil Windkraft mache ich ja nicht. Wir schauen es uns logischerweise mal an, wenn MK2 kommt. Ich nehme alles mit. Aber nutzen werde ich es nicht, weil die so viele Stromschwankungen haben. Ja, ich müsste doch hier einige Wasserkraftanschlüsse haben.
Wir sind halt immer nur so 20 Megawatt, aber 10 mal 20 Megawatt sind auch 400, 200 Megawatt. Da hinten ist einer fürs Wasserkraft, zum Beispiel. Der kleine weiße Punkt. Eigentlich immer da, wo Wasserfälle sind. Da ist auch nochmal einer. Unten sind zwei. Ich kann sie eh noch nicht bauen. Da brauchen wir die Rotorblätter dazu. Ich bin so dumm. Ich habe zu wenig Draht mitgenommen. Wir schneiden das jetzt mal kurz. Ich bin gleich wieder da. Mit Draht. Gut, jetzt haben wir alles. Schwere Geburt. Wasserkraft, nice. Wir machen trotzdem danach weiter mit dem Xenobasher. Wir können den Xenobasher zwar noch nicht machen, nicht bauen, weil wir da Schneckenschleim brauchen, aber wir bekommen halt 10 Inventarplätze. Das wird halt das nächste sein. So. Strom. Hier haben wir die Wasserturbine. Brauchen 5 Räder. Und die mache ich wahrscheinlich im Fabrikator. Oh, ja, da. Eisen, Blech und Bronze. Das haben wir alles da. Das haben wir da. Wir müssen trotzdem davor Strom machen, ganz wichtig. Sonst wird's nichts. Habe ich jetzt eigentlich Strom mitgenommen? Ja. Jetzt wird das unten erstmal anschließen. Also, komm mal her. Ist das? Ja. Ich darf halt jetzt hier kein Stück vergessen. Auch den Lift nicht. Dann war das doch nicht das Biomasseband. Ach du Scheiße, wo geht denn das lang? Wie habe ich denn das verbaut? Hey, das macht ja in die Richtung da hinten gar keinen Sinn. Ja, gut. Gucken mal noch, passt das jetzt alles? Ah ja, doch. Schweberucksack, ich bin so froh, wenn ich den hab. Das machen wir. Wir machen jetzt wirklich, vielleicht mache ich die Rotorblätter mit der Hand. Ja. So, das ist alles ausgetauscht. Das ist gut hier. Ich meine, wir könnten mal gucken, ob ich sie ganz zufällig aus einem ganz dummen, zufälligen Grund ich auch, schnell machen kann. Wenn man sie auch mit der Hand machen kann. Das ist das Nächste. Ja, ach, guckt mal, easy. Da kommen auch immer gleich 4 Stück raus. Okay, das ist gut. Also wir brauchen 50 Stück. Das Förderband darf ich nicht vergessen, fertig zu machen. Das mache ich aber dann jetzt gleich im Nachgang noch. Übrigens, Leute, wenn ihr das ganze Chaos hier feiert, gerne ein Abo da lassen. Wäre eine coole Sache. Würde mich mega freuen. Vielleicht auch mal in die Kanalmitgliedschaft reinschauen, wenn man Bock hat. So, 50 Stück passen. Ausrüstungswerkstatt. Das fehlt denn jetzt schon wieder? Okay, dies. Die intelligente Beschichtung. Da schauen wir jetzt mal ganz kurz noch hin. Es hat schwer der Draht gefehlt. Intelligente Beschichtung ist da oben. Also wie schon gesagt, heute ist jetzt sehr viel Lauferei. Das sollte jetzt beim nächsten Mal wieder besser werden. Aber wir haben auf jeden Fall das Problem mit den Stecken behoben. Hoffe ich zumindest. Dann haben wir jetzt die
gelbe Schneckenzucht noch dabei. Wir haben uns irgendwie ein bisschen was überlegt, wie wir das dann aufteilen hinter der Schneckenzuchtanlage, also wie wir das dann fusionieren und aufsplitten. Also das läuft. Und ansonsten haben wir jetzt eigentlich nur ein paar Sachen freigeschalten. Nur, aber ja, so ist es. So, lass mich mal hoch. Die Frage ist, habe ich das Lager unten oder habe ich das Lager oben? Also es würde Sinn machen, wenn ich es unten habe, aber wenn ich, so wie ich mich kenne, ist es stets oben. Nee, es steht tatsächlich unten. Dann muss man nicht jedes Mal hochrennen, wenn ich die intelligente Beschichtung brauche. Außer man macht so wie ich, man rennt trotzdem hoch. Dann macht es natürlich gar keinen Sinn. Oder Unterschied. Also wir brauchen 150 Stück. Gut, und den ganzen Caterium-Draht noch. Aber ich würde sagen, das mache ich jetzt dann alles gleich nebenbei. Das Ding zusammenbauen tun wir dann beim nächsten Mal zusammen. Aber ich kann euch das jetzt nicht wieder antun, dass ich da hochlaufe. Bekommt ihr einen Vogel und ich auch. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.